Gut, wir sind jetzt wieder bei den Potenzfunktionen, beim Ableiten und Integrieren, haben gerade zusammengefasst, dass f von, wenn f von x e hoch x heißt, die erste Ableitung genauso ist, die zweite wahrscheinlich auch, die dritte auch und so weiter, das wissen wir. Und die Aufleitung, sage ich extra Aufleitung dazu, ist dann auch wieder e hoch x. Allerdings muss ich das, darf ich das 10 nicht vergessen. Jetzt allerlei Kram, mit dem wir uns schon vorher beschäftigt hatten, mal hinten angestellt. Nochmal schnell zur Ableitung einer Funktion, die allgemein hoch x heißt. Wir haben uns hier erarbeitet, dass a hoch x genauso wie x mal, e hoch x mal ln a ist. Wenn das so ist, dann kann ich das auch ableiten, und zwar so ausführlich. Ich zeige es nochmal hier. A hoch x abgeleitet ersetze ich durch diesen Ausdruck als e hoch x mal ln a. Und das leite ich nach den Regeln der Kunst ab. Sprich, das ist eine innere Funktion, die abgeleitet ergibt bloß noch 1 mal ln a, also die 1 schenken wir uns, das x abgeleitet ergibt die 1. Und dahinter, weil wir wissen, dass die e-Funktion an sich nichts weiter macht, aber wir haben es hier mit der Kettenregel zu tun, ne? Innere mal äußere Ableitung. Äußere Ableitung bleibt so, zum Glück, schreiben wir es wieder hin. Umgeformt, wenn wir ja wissen, dass e hoch x mal ln a genauso wie a hoch x ist, dann kann ich das wieder sozusagen ersetzen, resubstituieren und kann sagen, okay, ln a schreibe ich ab und a hoch x schreibe ich auch ab. Das bis dahin, also das sollten wir uns merken. Jetzt gibt es noch eine andere Geschichte, wir wollen ja auch mal integrieren, nach den vielen Ableitungsübungen, gehen wir mal ans Integrieren. Integral bilden von e hoch x, a hoch x und so weiter. Das ist jetzt unser Thema. Ich setze mal jetzt einfach eine Definition voran. Ihr findet die auch im Buch. Das Integral von a hoch x dx ist, eventuell gibt es jetzt leichte Verwunderung, aber damit müssen wir uns gleich mal beschäftigen, damit wir nicht einen Schreck kriegen. Das ist das. Hier. Aber warum? Große Frage. Warum? Zum Warum. Machen wir mal was anderes. Aus den Vorbetrachtungen wissen wir ja, dass das Integral über e hoch x dx eigentlich nichts weiter ist als e hoch x plus c. Ne? Ganz oben hier erste Erkenntnisse, das bleibt so. Integral, das Unbestimmte gibt ja die Stammfunktion wieder. Dann ist höchstwahrscheinlich, das ist die eine Geschichte, das Integral über e hoch minus x dx gleich minus e hoch minus x plus c. Da mache ich mal eine Pause. Um das nochmal zu betrachten, wir hatten ja Substitutionsregeln angewendet und jetzt, das sieht immer bloß so gefährlich aus mit dem e, man kriegt immer einen Schreck davor. Also, haben wir mal substituiert und haben gesagt, u ist gleich minus x, e hoch u, sagen wir jetzt dazu, dann heißt unser Integral über e hoch u, und jetzt Achtung, damit ich auch dx durch du ersetzen kann, habe ich hier die üblichen Umformungen gemacht und schreibe statt dx du durch, und jetzt u Strich, und u Strich ist aber, Achtung, minus 1. Demzufolge ist das jetzt integrieren, hier ist ein u, wie müssen wir integrieren? Na klar, ob ich nur sage e hoch x aufgeleitet, ergibt e hoch x plus c, dann kann ich auch sagen, statt x ist u, e hoch u, aber Achtung, wir hatten gesagt du durch minus 1, also muss ich durch minus 1 teilen, plus c. Und jetzt lässt sich ja an, wenn ich das wieder resubstituiere, ist das gar nicht mehr schlimm. Jetzt kommt Resu. Jetzt sage ich, das ist e hoch. Und jetzt u ist minus x, ne, und e hoch minus x. Hier unten durch minus 1 plus c. Jetzt schreiben wir es mal ein bisschen gefälliger als die minus 1 davor. Minus e hoch minus x plus c. Und man sieht, ist dasselbe. Übrigens habe ich letzte Woche was gelernt. Ein vietnamesischer Schüler sagte,
Wissen Sie, was dit heißt auf Vietnamesisch? Pupsen. Wusste ich auch noch nicht. Ich werde mich also hüten. Ich wandle das mal ein bisschen ab, was ich mir hier so überlegt. Machen wir mal an der Stelle so weiter, dass wir sagen, dann bilden wir doch mal das Integral über e hoch 5x. E hoch 5x dx. Mach das mal. Wenn man das substituiert, also u ist gleich 5x und so weiter, nach den üblichen Regeln der deutschen Rechenkunst, kommt man dann auf e hoch u Fünftel, ne, weil du Fünftel, dix ist du Fünftel. Und jetzt Resu, also ein Fünftel, e hoch 5x bleibt ja. Das u wieder als 5x geschrieben, peng. Machen wir noch ein Beispiel. E hoch 2x plus 3, dix. E hoch 2x plus 3, dix, aufleiten bitte. Jetzt machen wir diesen Schritt mal in Gedanken. E hoch u mal du halbe, logisch, weil die Ableitung davon, die 3 fällt weg, ist nur 2. Demzufolge e hoch u halbe plus c. Naja, jetzt können wir es auch Resu dargestellt schreiben. 1/2 e hoch und jetzt bleibt der ganze Kram wieder. Und jetzt muss ich wieder 2x plus 3 schreiben. Ich habe diesen Schritt hier oben in eckigen Klammern. Das habe ich jetzt alles in Gedanken gemacht. Plus c. Hier gibt es eine Frage. Ich frage mal anders. Von hier nach hier. Von hier nach hier. Seht ihr was? Da? Machen wir noch eine. Und zwar Integral über e hoch, jetzt haue ich mal einen drauf, 4x² plus x dix ist. Und jetzt versuchen wir mal, diesen ganzen Schritt hier wegzulassen. Genau. Komplett abgeleitet, 8x plus 1. 8x plus 1 muss bei dem 1 durch hin. So, okay. Und jetzt mal e hoch. Und jetzt schreiben wir den ganzen Mist wieder rein. Schwupp und schwapp. Und plus c, weil es ein unbestimmtes Integral ist. Noch ein Integrälchen über e hoch Sinus x dx. Ist mir gerade eingefallen. Versucht's mal, vorsichtig. So, hier ist die Auflösung. Abgeleitet, Sinus x ist abgeleitet, Cosinus x. Und dann mal e hoch und dann bleibt das ja wieder so. Plus c, tralala. So, ich glaube, an der Stelle können wir jetzt mal fast aufhören. Jetzt gucken wir uns aber mal, gucken wir uns nochmal unsere allgemeine rote Erkenntnis an. Wie kommt das dazu? Integral von allgemeinen Zahlen, nicht e hoch. Ist gleich 1 durch ln a mal a hoch x plus c. Das Ding müssen wir noch beweisen. Warum? Dieses Warum beschäftigt mich jetzt also stellvertretend für euch trotzdem. Denn ihr sollt dahinter kommen, wie das hier zustande kommt. Das Ding. Ich kopiere es mal und nehme es mit runter und dann gucken wir uns das unten nochmal an. Also jetzt hier kopiert, Integral über allgemeine Zahlen, nicht e, hoch x dx ist 1 durch ln a mal das. Es ähnelt ja dem anderen, ne? Und jetzt die Frage, warum? Jetzt wollen wir nochmal wissen, wie kommt das zustande? Und jetzt gibt es Ideen. Sehr schön, hat eben ein Schüler hergeleitet nochmal. Er hat gesagt, Moment, warum? Fangen wir nochmal bei der Grunderkenntnis an. Auch x ist ja e hoch x mal ln a. Das hatten wir weiter oben festgestellt. Scrolle ich jetzt nicht nochmal hoch. Wenn ich dieses Integral bilden soll, hier auf der rechten Seite, das hier, dann schreibe ich das erstmal um als, statt a hoch x schreibe ich e hoch x mal ln a. Dix. Und jetzt habe ich es ja mit einer inneren Funktion zu tun und die abgeleitet aus dem x wird nur 1. Und ich muss dadurch sowieso teilen, so wie wir das hier oben schon gemacht haben. Ne? Ich muss eh dadurch teilen. Also wenn ich eh dadurch teilen muss und nur noch 1 mal ln a übrig bleibt, also ln a, dann kann ich das da vorne unter dem Bruchstrich schreiben. Und dann wissen wir ja, dass e hoch bleibt so bestehen. Und jetzt können wir diesen Teil hier, warte mal, das mache ich nach. Diesen Teil, den können wir dann entsprechend ersetzen.
Also schreiben wir, das ist dann demzufolge 1 durch ln a mal, und jetzt haben wir gesagt, e hoch x mal ln a ist auch x, also a hoch x. Und damit hätten wir unseren, natürlich plus c, klar, und damit hätten wir unseren Kram bewiesen. Ich kennzeichne es, also e hoch x mal ln a ist das hier, das jetzt wieder resubstituiert, ergibt das hier. Und das hatten wir aus allgemeinen Kriegskunstregeln erschöpfend getan. Also, damit ist das Thema auch bewiesen. QED, ne? Was heißt QED? Also, wenn wir, ich sagte gerade, wenn wir das können, dann können wir auch mehr. Hier, das Rote, wenn wir das können, dann können wir auch mehr. Dann können wir auch mal eine Übung machen, und zwar jetzt ein paar kleine Übungen. Ich halte dann wieder das Video an, sobald die Aufgabe dasteht. Das ist übrigens auf Seite 279, wer diese Übung mal nachvollziehen will, Aufgabe 14. Aufgabe 14a heißt, bilden Sie das Integral über 2 hoch x dx über das Integral über 0,8 hoch x dx. Eine pure Schreibübung, merkt man schon, ne? Das Integral über 3 hoch 0,5x dx, ja, und so weiter und so fort. Habe ich jetzt das Richtige? Achso, gut, okay. Ja, den Rest, den machen wir jetzt praktisch als Übung, und ich halte das Video dazu an, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Auflösung später. Also zu Hause, wer das nochmal zu Hause macht, der rechnet jetzt still nochmal vor sich hin und vergleicht dann. Wenn man sich bei der Geschichte unsicher ist, es ist keine Schande, und in der Abi-Prüfung ist sowieso genug Zeit später, dann zu sagen, komm, ich substituiere. U ist 0,5x, dx ist du durch 0,5, aha, durch 0,5 heißt, dx ist 2 mal du. Das dürfen wir nicht vergessen. Etwas durch 0,5, kann ich auch gleich mal 2 nehmen. So, jetzt ganz cool bleiben und schreiben, statt 3 hoch 0,5x, 3 hoch u mal 2 du. Jetzt wird aufgeleitet. Jetzt nach den Regeln der Kunst, wie wir es hier oben haben. Das machen wir hier. Ne? Integral über 2 hoch x dx ist 1 durch ln 2 mal 2 hoch x plus c. Also Integral über 3 hoch, wenn ich hier x schriebe, wäre es 1 durch ln 3, 3 hoch u in diesem Fall, mal 2. Und das ist diese 2 hier. Wenn man die verschlammt, ist die ganze Aufgabe im Ei nur. So, und jetzt kommt Resubstitution. Und jetzt sagen wir, okay, das hier resubstituieren, also die eckigen Klammern. Die eckigen Klammern sind nicht nötig, das weiß ich, aber die kennzeichnen uns schon, ah, hier ist was passiert. Denn normalerweise schreiben wir dann hier untere und obere Grenze dran, ne? Rechts. Hier haben wir keine Schande, hier eine eckige Klammer zu machen. Ich kann auch noch eine geschweifte zusätzliche machen. Ich würde mathematisch nichts versauen, aber das lassen wir jetzt mal. So, also jetzt kommt Resu. 1 durch ln 3 bleibt natürlich stehen. Und diese 2 hier, die lasse ich mal hier oben drauf wandern, das heißt, ich lösche sie mal hier oben weg und schreibe die 2 hier hin, hier ist sie. Und es geht weiter im Takt, so, mal 3 hoch, und jetzt u wird wieder resubstituiert, 0,5x. Und jetzt haben wir die 2 verarbeitet, die steht hier oben, plus c, und dann sind wir fertig. Gucken wir uns das ganze Ding nochmal an, ich mache nochmal Pause. Man erkennt ein Schema. Man erkennt folgendes Schema. Ich mache das Schema mal grün. Das hier abgeleitet ergibt durch ln2, das ist alles gar kein Problem. Aber was ich eigentlich unterschlagen habe, ich teile noch durch 1, nämlich durch die erste Ableitung. Was ich hier unterschlagen habe, die erste Ableitung von x ist, ich habe immer noch durch 1 geteilt. Natürlich ist es Blödsinn, das schreibe ich hier hin. Beim Substituieren merkt man, dass das bedeutungsvoll ist. Wenn ich nämlich durch 0,5 teile, die erste Ableitung ist nämlich 0,5, dann kann ich auch sagen, das ist, wenn ich es ausführlich hinschreibe, also 1 durch ln 3, so könnte ich schreiben, mal 3 hoch 0,5x durch 0,5. Und jetzt wird klar, diese 0,5, die mache ich hier zur 2. Und dann ist er weg. Daher kommt das. Also, ich möchte aber eins nicht, dass ihr euch 1000 Regeln merkt, sondern nur, dass ihr ein Verfahren beherrscht, womit ihr solche Klippen umschiffen könnt.
Wir könnten sogar hier bei diesen einfachen Aufgaben substituieren. Allerdings ist es Blödsinn, weil das uns nicht viel bringt. Aber Substitution bringt uns bei solchen Aufgaben weiter und es ist, na klar, 1, 2, 3 Zeilen mehr, aber ich kann sicher sein, es kann nichts passieren, wenn ich substituiere. Daher diese Substitutionsübung vorher. Noch eine Aufgabe, das war Aufgabe D, die da hieß Integral, unbestimmtes, über 4 hoch 2 x dx. 4 hoch 2 x dx. Macht's mit Substitution oder versucht's gleich ohne. Bin mal gespannt. Wir haben es jetzt mal ohne Substitution versucht und das schreiben wir mal noch ein bisschen besser. Also schreiben wir es 1, jetzt oben wollte ich eigentlich substituiert hinschreiben, 1 durch 2 mal ln 4 mal 4 hoch 2x plus c. Das ist das Endergebnis. So, jetzt kam die Frage, 2 mal ln 4, kann man das nicht mal irgendwie zusammenfassen? Ja, kann man. ln 4, 2 mal ln 4, kann ich, Achtung, das ist nicht, hat früher schon mal jemand gesagt, das ist nicht ln 8, also nicht hier 2 mal 4 nehmen, sondern wir wissen ja, wie war das, der Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch 3 ist genauso wie 3 mal Logarithmus zur Basis 2 von 2. Erinnern wir uns mal an diesen Fakt, dann kann ich auch sagen, warte mal, den Faktor, den kann ich auch oben wieder hinschreiben. Dann schreibe ich also ln 4 hoch 2 und das ist 16 und jetzt sieht man, dass es auf keinen Fall ln 8 sein kann. Ne? Also das bitte hier beachten, das ist gefährlich. Das hier ist schweinegefährlich und das ist noch eine schöne Zusammenfassungsmöglichkeit und gleichzeitig sieht man 4 hoch 2 ist nämlich 16, dass es dann nicht gleich 8 ist. Ne? Wenn ich nämlich sage, ich habe auf beiden Seiten logarithmiert, dann könnte ich auch wieder potenzieren, also entlogarithmieren. Dann steht 4 hoch 2 ist 8 und das geht nicht. Okay, dann hätten wir das. Jetzt können wir noch zig Übungen machen. Wir können es auch nochmal mit der Substitution probieren und so weiter. Ich sage nochmal, Substitution ist nur eine Sache, wie soll ich nett sagen, ist eine Art Geheimwaffe, die man im Stillen immer einsetzen kann und die einem immer weiterhilft, wenn es mal nicht richtig klappt. So, ich bin soweit mit meiner Geschichte zu Ende. Ich schließe das Video mal ab. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nichts weiter? Gut, also, dann das Video ist hiermit beendet.